Sehr verehrtes Publikum, willkommen zu einem weiteren Let's Try hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch seid gegrüßt, liebe Zuschauer, die live bei der Premiere dieses Videos gerade im Chat sind. Hallo Leute, ich grüße euch alle sehr. Was ich sehr witzig finde, ist, ich spiele in 2K Auflösung und hier auf der linken Seite seht ihr, irgendwie haben sie das Bild nicht groß genug gemacht hier links, was das da unten auch noch ist, aber ist nur eine Kleinigkeit. Panzerstrategie oder Strategy auf Englisch ist ein Panzerspiel, wo wir Deutschland spielen, im Zweiten Weltkrieg. Und das zeige ich euch jetzt heute mal. Die quatschen mich auf jeden Fall gerade voll und ihr seht auch hier, ich kann Erwin Rommel nehmen, was ich sehr abgefahren finde. Und wir haben aber keine Hakenkreuze hier, ne? Ganz wichtig. So, Startgame. Yes. Wir machen kurz das Tutorial, Leute, dass wir mal ein bisschen reinkommen. Grundsätzlich brauche ich das jetzt nicht machen, aber... Hitler hat auch eine sehr coole Stimme. Passt mal auf. Ich musste sehr lachen gestern, als ich den gehört habe. Der klingt so gar nicht nach Hitler, ey. Hitler made it clear to the whole world that he was determined to solve all territorial and economic problems caused by the Treaty of Versailles. Because of this treaty, Germany has lost all its colonies. Part of the original German territory and was obliged to pay huge reparations for the next 80 years. Attempts to resolve it peacefully were met with a strict refusal and military intervention from France. In order to defend its independence, Germany had to start a war. Passt auf, die Stimme. General Franco has raised an uprising. Was zur Hölle? Das ist Hitlers Stimme? I believe it is necessary to help him. Naja. This operation will not only strengthen the economic power of the Reich. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Der Reich. Der redet so gar nicht Hitlermäßig. A quick victory will certainly strengthen our position in the global political scene, but this is not our main goal. Unfortunately, the international situation does not allow us to intervene openly. Therefore, volunteering corps will deploy in Spain under your command. Take off immediately. The troops are waiting for you. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Ab in den Krieg. Endlich mal was zu kämpfen hier. It is necessary to gain a foothold in order to be able to deploy forces. So, was der nette Herr mir jetzt erzählt gerade im Tutorial ist, dass ich hier diese Einheit nehmen soll und den Gegner angreifen soll. Das ist ganz schön schnell am Zoomen hier, das Ganze. Also, linke Maustaste Einheiten auswählen. Linke Maustaste angreifen. The Luftwaffe will immediately transfer additional air forces to this airfield. In order to transfer non-infantry, choose a tactical bomb the enemy by clicking on it with the left mouse button. Following the attack on the ground target, the bomber can move one hexagon, choose another bomber. Attack the enemy. Take the second bomber off the site of an attack. Wir machen einfach mal das Tutorial, Leute. Ich habe das Ganze schon gespielt, deswegen mache ich das Ganze mal ein bisschen schneller gerade. Geht grundsätzlich darum, nur hier die Sachen einzunehmen und diverse Einheiten kennenzulernen. Wie zum Beispiel Artillerie hier noch. Action knocked, warum? Choose an artillery. Capture the supply depot. One. Excellent. The bridgehead have been seized. Press the end turn button to proceed to the next phase of the operation. Press the end turn button. General staff to the commander. So, jetzt haben wir unsere ganzen Einheiten. We have seized the city of Talavera and are ready to launch a general offensive against Madrid. In cooperation with the troops of General Franco, your task is to ensure the success of the offensive. In order to proceed, you need to establish control over the following key strategic points. Las Ventas. To ensure further advance. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie das Game so spielen lässt. Ich habe vorher nie so ein Spiel gespielt. Und ich finde, der quatscht mir gerade ein bisschen viele Typen und die Stimme von dem ist auch super boring, ey.
Das hier ist Madrid, ja? Ganz schön kleine Stadt. Aber einer hat nämlich genug hier unten, seht ihr das? Rescue the city defenders before the Republicans destroy them. The Republican army has not yet recovered from its defeat. The current situation is favorable for your offensive, but there is weapons specialist Oberst Holzer will help you master the experimental machinery that came from the noble military doctrine of Wehrmacht. We have faith in you and we have expect faith in a you. Rapid victory. Okay, seize all the victory hexes. Das heißt, ich muss die alle einnehmen, das habe ich verstanden. Und release the Toledo Garrison to destroy the besieged. Irgendwas, ja, die muss ich hier frei ballern. Okidoki. Was haben wir denn für Einheiten hier? Icons next to a unit allow you to quickly get important information about it. If the selected unit does not move during the current turn, the canister icon will be green. If it moves, the icon will be gray. Similarly, the cartridge icon shows if the unit has made an attack during. Bin ich jetzt über eine Mine gefahren? The red color of icons indicates that either the fuel or ammo in that particular unit has been depleted. Okay, irgendwie habe ich gerade auf die Fresse bekommen. Your army is comprised of the core and auxiliary forces. You can distinguish between the two by the color of the figures denoting the strength of the unit. A core unit is indicated by green color. An auxiliary unit is indicated by yellow. The auxiliary forces are given for one mission only. The core forces will accompany you through the campaign, gaining strength. Kann ich den nochmal droppen? Was quatscht er mich denn so voll die ganze Zeit, der Typ? Und was ist mit meinem Flugzeug hier los? Hallo? Ich glaube, ich kann damit. Alter, warum ist denn der? Der ist ganz schön viel am Quatschen und so. Das geht mir jetzt schon hart auf den Sack, ey. Kann damit nicht angreifen? The easier it is for you to attack it. Intelligence can be obtained faster during close combat. Oh, Alter, was quatscht denn der mich so voll im Hintergrund, Alter? Recon units are able to seek out the enemy from afar and can also locate ambush sites. You can give the reconnaissance unit the order to advance more. Ich glaube, der erzählt mir gerade, wie ich die Einheiten zu benutzen habe, aber ich ganz ehrlich. Warum ist denn so viel gequatscht, ey? Und ich frage mich auch gerade, wie ich Fahrzeuge oder reparieren kann, ey. Bombers are flying artillery and clear the way for our tanks. They can provide emergency support for the ground forces wherever needed. Do not leave your bombers without protection. Remember, they are prime target for enemy fighter planes. Leider kann ich jetzt mit da unten nicht nochmal angreifen, weil ich das Flugzeug nicht wegbewegen konnte vor diesem Hexfeld. Okay, immerhin haben wir den jetzt schon mal gekillt. Die, Einheiten hier. So, was habe ich denn noch rumstehen? Infantry solidifies the success achieved by the rest of the forces. Use infantry units to escort tanks, assault and defend cities, as well as for special missions in mountainous and wooded terrain. Habe ich denn noch hier irgendwo eine Einheit stehen? Ja, eine Flak hier, ne? So, hier oben, kann ich die alle auch so auf einmal bewegen oder nicht? Nee, ne? Fahren wir mal ein Stück vor. Okay, wir haben ja einen Tank detected, das ist noch schon mal sehr nice. Würde ich fast sagen, wir benutzen den Bomber. Ich glaube, dass auch diese Flugzeuge gerade die beste Waffe sind, die ich habe. Zumindest was so Range angeht. So, hier haben wir den nächsten. Fighter planes are needed for gaining air superiority, as well as for protecting ground forces and bomber aircraft. Fighter planes close to the units that you want to protect. Jetzt kann ich den nicht mehr bewegen hier, das ist so strange, ey. Air weaponry also allows fighters to attack ground targets, although with a low efficiency. Weil ich mich eben gerade frage, woran erkenne ich, ob ich den auch bewegen kann oder nicht? Infantry units can easily hide themselves from attacks and shelling in urban, wooded and mountainous areas. Der ist halt nur am Labern, der Typ, ne?
This is an enemy unit. If the intelligence level allows it, you can obtain comprehensive information about it by right-clicking on the mouse button. Artillery is the basis of the firepower of the troops. It can pave the way for maneuvering forces or weaken the enemy's attack. Due to the long firing range of artillery. Aber sobald ich einmal dieses die Artillerie bewegt habe, kann ich die nicht mehr bewegen, so wie es aussieht. Also wer jetzt das Spiel schon mal gespielt hat und die Vorgänger kennt oder so, ne, tut mir leid, ich bin absoluter Noob zu diesem Game hier. Ich spiele es gerade zum ersten Mal und ich verstehe auch nicht, warum dieser Vollidiot mich die ganze Zeit nur im Vollquatschen ist. Das labert, labert, labert. Das ist ja alles schön und gut, ne? Aber kann man das nicht einfach abstellen? Ich meine, will ich die ganze Zeit vollgequatscht werden? Eigentlich nicht. Also überhaupt nicht eigentlich. Schießt doch mal eine Artillerie raus. Nee, wird schon. Eigentlich, warum habe ich eigentlich nur einen Panzer, sag mal? Ein bisschen lame. This unit is on a verge. Send the unit to the station that is connected by the railway to our primary depot in order for it to be reinforced. Ich frage mich gerade, kann ich meinen Panzer heilen? Ich habe, wie viel Panzer habe ich denn hier unten? Panzerwaffe is the basis of the Wehrmacht. Oh shit, den habe ich übersehen. A tank forces have an advantage of tenacity and speed. Use them to quickly capture enemy positions. Oh, hat der jetzt geschossen als Support? Assaults in cities into positions of entrenched infantry forces will lead to high losses in tank units. Your unit has been withdrawn from the supply depot support zone. The delivery of supplies to the unit has been stopped. This unit will not last long on its own supplies. Der Panzer ist super im Arsch, ey. Ich glaube, den verliere ich. Geil auch, wie die Soldaten explodieren. As an officer, you must lead your troops from the forefront. Despite its low firepower, your headquarters is an extremely valuable unit on the battlefield. It is an effective command and control of troops that predetermines the outcome of the entire battle. As you pick up skills, you will be able to provide significant benefits. Schießt er auf den jetzt? Weil er auf dem Hügel steht? If the headquarters is lost, the whole operation will be considered as a failure. Shit, ich kann ja nicht mehr angreifen. Anti-aircraft artillery is a powerful and versatile weapon. Ich finde es so interessant, dass der mich jedes Mal vollquatscht, sobald ich eine Einheit anklicke. Kann man das irgendwie ausstellen, ey? Large caliber anti-aircraft guns are also great for destroying tanks. Speech Volume? Ich habe ihn einfach leise gestellt. Aber mal ausgemacht, den Penner. So, jetzt haben wir da hinten noch einen Panzer stehen. Den lassen wir mal hier reparieren. Ich glaube, dieses Feld mit dem Schraubenschlüssel drauf heißt, er wird repariert. Davon gehe ich mal aus. Ihr seht das hier mit dem Werkzeug drauf. Den Panzer fahren wir davor. Was haben wir hier noch? Wo steht denn welche Einheit, die ich ausgewählt habe? Artillerie. Fahren wir auch mal davor. So, da oben hatten wir noch den Panzer. Wir hatten den Panzer, sehr gut. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, mit den Flugzeugen davor zu fahren. Deswegen schicken wir mal unsere Soldaten hier ein Stück vor. Ich meine, es ist ein kleiner Angriffstrupp hier oben. Hier ist nicht viel los. Aber irgendwie ist hier hinten und der Einheit, sehe ich das irgendwie hier oben in der Ecke, das grüne Ding. Ah ja, hier.
Er sich gut versteckt im Wald. Okay, er hier ist ein bisschen im Arsch. Aber wobei geht, stimmt ja gar nicht. Wo sind denn Einheiten, die verletzt sind? Wir gucken mal durch. Eigentlich sieht's. Oh, hier. Achso, den Panzer, den habe ich auch schon zurückgeschickt. Na dann. Oh, ein Flugzeug. Das ist meine Artillerie, ja, ne? In der Stadt sind es auch meine Einheiten oder so. Ich glaube, die muss ich freischießen, ne? Hier, die Stadt. Wird aber schwer, indem ich hier nicht durchkomme. So, wir haben ja Anti-Air, oder? Okay, warte, was haben wir denn hier? Artillerie. Ich hatte auch irgendwo Anti-Air hier dabei, oder? Ist der hier Anti-Air? Nö. So, dann machen wir das doch erstmal so. Wie geht's eigentlich mit dem Panzer? Wird der jetzt repariert? Level up. Oh, guck mal. Ich kann sogar hier die Einheiten leveln und sowas. Equipment. Ah, okay. Das ist ja... Ich kann dann sogar noch hier... Was ist das hier? Over. When the enemy is annihilating, surrender the guardian. Okay, ich kann einfach drüber fahren über die. Ich hoffe, ich repariere hier Leute auf diesen Feldern. Ich stelle den mal da rein, weil sieht irgendwie noch mehr nach Hilfe aus. Aber es gibt keinen. Gibt es denn einen Einsatz für? Steht hier Equipment, Reinforcement, to reinforce the unit. Kostet mich Geld, den zu reparieren. Jetzt verstehe ich das, oder? Sehe ich das? Ja, genau. Guck mal hier. Und ich habe diese Punkte hier oben. Prestige Points und was auch immer das andere ist. Aber die kann ich nicht angreifen, ne? Ey, Flieger, Alter. Was? Warum ist denn das so behindert hier? Ich will den da angreifen. Nee, ich will da nicht irgendwo rumfliegen. Ja, jetzt haut er rein, ne? War so klar, Alter. Die können nur verteidigen, so wie es aussieht. Okay, was ist das hier? Mein Freund. Anti-Aircraft. Davon habe ich ja wahrscheinlich nur einen, oder? Ne, hier habe ich noch eine Flak. Die ist Anti-Air. Die musst du dann den angreifen. Sehr gut. Ich habe zwei Anti-Air. Dem stoßen wir davor. Wo ist meine zweite Einheit hin? Da. Diese Kampfszenen finde ich immer ganz cool. Greift er jetzt den noch an? Goodbye. So, was haben wir hier noch stehen? Fahren wir da rüber. Greif ich den jetzt an? Was habe ich denn da jetzt hingefahren? Ohne Flak. Ah, ich bin so dumm, Alter. Das ist natürlich bescheuert. Warum habe ich den Flak da hingefahren? Ich habe gedacht, das wäre Artillerie. Mein Fehler. So, dann haben wir die Einheit hier noch. Autsch. Können wir den Posten jetzt schon einnehmen? Kann ich mich keine Einheit reinfahren? Scheiße. Ich hätte den jetzt gerne eingenommen, weil jetzt kommt dieser blöde Panzer. Gucken wir mal, wo ich noch eine Einheit habe hier. Hier vorne.
Die können sich auch nicht mehr bewegen. Okay, kümmern wir uns mal. Das war doch mal eine Anti-Air, oder? Anti-Tank. Anti-Air. Artillery. Rein mit euch. So, wie geht's mit dem Panzer da hinten? Der ist wieder fit. Kann der auch wieder fahren? Nee, den habe ich erst repariert. Diese Flugzeuge, wie die auch so rumcruisen, ey. Sehr spannend. Eigentlich kann ich diesen Panzer hier angreifen können, oder? Habe ich aber verkackt, ich bin daneben geflogen. Schöne Scheiße. Ich weiß noch nicht mal, was für einen Schaden ich den angerichtet habe. 5. Oh, der hat aber ganz schön abbekommen hier. Kann ich den auf dem Feld reparieren? In the was reinforces possible on the service area. Okay, da muss ich zurückfahren. Das war mir fast klar. Woran erkenne ich denn, welche Einheiten noch fahren können und welche nicht? Gucken, ob ich mit denen angreifen kann. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich Punkte habe, wenn ich hier stehe. Ah doch. Komm schon. Die haben es immer noch überlebt. Kann auch nicht wahr sein, ey. Ich muss mich auch mal gegen diese Flugzeuge hier gleich wehren. Genau, schießt auf meine LKW, ihr Penner, ey. Aber ich kann wieder nicht angreifen damit. Schade. Ja, das verpeile ich wohl noch so ein bisschen in dem Game hier gerade. Was ist das hier nochmal? Anti-Air. Ja, let's go. Okay, der hat gerade irgendwas von mir overrun. Der hat meine, oh, der hat meine Einheiten überfahren. Als Panzer. Und hier in der Stadt, das sieht nicht mehr gut aus, Leute. Der hat noch 1 HP. Der hat noch 5. So, den einen Flieger machen wir auf jeden Fall platt. Das hier ist meine Anti-Air. Ja, den Panzer da hinten waren hier. Aber die Einheit ist immer noch nicht platt. Kann aber nicht wahr sein. Was? Meine Einheit ist... Oh fuck, was ist das für eine... Was ist das für eine fucking Mega-Einheit hier? Fucking Infanterie, ey. Wahrscheinlich kann ich die überfahren und ich peil's wieder nicht, ey. Komm, geht da jetzt mal drauf. Alter, was? Ich habe sie demoralisiert, ja, weil sie so krass auf die Fresse bekommen haben von mir. Kann ich die jetzt nicht angreifen oder sind das jetzt... Also, geht doch. Verpisst euch aus meiner Stadt, ey. So, was wir auf jeden Fall... Oh, ich kann hier... Jetzt kann ich reparieren, nice.
weil ich diesen Punkt hier eingenommen habe. Gucken wir mal, ob ich meine Flugzeuge hier auch reparieren kann. Das geht wahrscheinlich nur im Depot oder hier in der Nähe. Gucken wir, ob ich noch eine Einheit repariert brauche. Ansonsten sieht es hier ganz gut aus. Ich würde sagen, mit denen sind wir erstmal fertig. Wir haben die Stadt eingenommen. Was ist das denn noch für eine Einheit? Ist das hier Spotting hat der. Okay, dann fahren wir den mal hier ein Stück vor. Nein, linke Maustaste. Und den hätte ich mal reparieren sollen. Den Brudi. Ansonsten Artillerie. Das hier ist die Flakkanone. Da drüben gibt es, meint ihr, gibt es Flugzeuge? Ich weiß es nicht. Und der Panzer sollte auch mal wieder herkommen. Ich drücke immer die rechte Maustaste, sorry Leute. So, dann gucken wir mal, wie es dem Schlachtfeld da unten geht. Oh nein, ich wollte nicht den Panzer angreifen. Nein, eigentlich egal. Hat gut abbekommen hier der Bruder. Kann der Panzer bitte drauf gehen? Ich mag den jetzt schon nicht mehr. Leider kann ich hiermit. Aber wir müssen den Panzer mal versuchen anzugreifen. Mit Artillerie. Oh, eins! Jetzt flieht der, ey. Was für ein Arschgesicht, ey. Oh ja, ich kann ihn angreifen, nice. Jetzt sollte ich ihn haben, den Panzer. Nice. Das war gut. Gucken, kann ich hier was reparieren lassen? 10, 3. Kriege ich den repariert hier? Ich habe hier keinen... Ah, warum kann ich hier nicht reparieren? Das ist so rot. Wahrscheinlich fehlt mir noch irgendeine... muss ich noch irgendwas besetzen? Besetzen. Ich fahre mit dem hier ein Stück rein. Die kann ich nicht mehr weiter bewegen. Den will ich eigentlich gar nicht weiter vorfahren. Die Einheiten müssen hier mal drin bleiben. Da oben ist noch ein Panzer. Enter. Ich weiß nicht, die ganze, war das meine Einheit hier oben die ganze Zeit? Habe ich da nicht aufgepasst, sag mal? Ich bin mir nicht sicher. So, am besten, ja, den größten Stress machen die hier gerade. Ich weiß zwar nicht, was wir gerade angegriffen haben, aber... Okay, ich kann den nicht angreifen. Warum kann ich denn das denn nicht angreifen hier? Flieger, hallo? Warum kann ich denn mit dem jetzt hier nicht angreifen? Ist keine Munition mehr oder was ist hier los? Go home air? Ich glaube, ich schicke den jetzt gerade nach Hause. Muss ich den neu beladen? Hat er keine Munition mehr? Ich habe ihn jetzt mal nach Hause geschickt. Gucken, was ich hier machen kann. Take off. Reinforce. Brauche ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ey. Take off. Geht nicht. Okay. So, ihn hier sollten wir reparieren. Er sieht noch schlechter aus hier auf dem Battlefield. Der Rest geht eigentlich. So, das hier ist meine Flak. Die stellen wir mal da vorne hin. Den Body stellen wir mal hier rüber. Okay, schon auf den Sack bekommen. Sehr gut. Den habe ich gerade repariert, so wie es aussieht. Okay, die... Das war nicht gut. Puh.
Ich hab hier. Ah ja, hier hab ich einen Panzer, immerhin. Was ist der zweite Panzer? Hier. Jetzt müssen wir über diese bescheuerte Brücke drüber. Ich hätte mal vorher mit diesem Spähpanzer, glaube ich, das müsste einer sein, die hier mal auf die Brücke fahren sollen, oder zumindest hier hinfahren sollen. Hätte ich das früher erkannt, jetzt habe ich diese Einheit wahrscheinlich geopfert, sozusagen. Oh, wir haben keinen Sprit mehr. Ich glaube, das ist der Punkt, warum ich mich nicht mehr... Guck mal, ja. Ich glaube, die müssen tanken, Leute. Das ist der Grund. Deswegen habe ich diese roten Benzinkanisterzeichen da. Glaube ich zumindest. Das, vielleicht hat mir der Typ das auch erklärt, der mir die ganze Zeit ins Ohr gequatscht hat, aber ich habe den ja ausgemacht. So, wie geht's denn dem hier unten? Immerhin, ich hab den getroffen. So, was haben wir noch für Einheiten? Die hier oben haben wir alle bewegt. Ihn hier haben wir nicht bewegt. Schon gewundert, warum der nicht schießt. Diese Einheit hier, ne? Diese Unterstützungseinheit. Geht mir gar nicht auf den Sack. Ah, guck mal, die fliegen sehr gut. Aber ich glaube, ich kann hier noch mit keiner Einheit rein, oder? Ne, die schaffen es nicht. Okay, nice. Jetzt habe ich nur noch diese Einheit hier zu töten. Hier noch irgendwas, was ich bewegen kann? Ja, die hier. Was ist denn sluggish? Keine Ahnung. Reparieren kann ich die aber gerade nicht, ne? Okay, let's go. Es war klar, dass sie hier die Brücke... Oh shit, ja, die Einheit ist weg. Das ist mal ein Buschfeuer hier. Ah ja, warte mal. Ich glaube hier im Busch, da habe ich die ganze Zeit verpennt, dass hier, da steht noch eine Einheit vom Gegner, oder? Jedes Mal, wo ist denn die? Ah, ist nicht meine hier? Support? Geb ich den nicht auf den Sack? Bitte nach Hause, Bruder. Ich glaube, meine Flugzeuge müssen alle mal tanken. So. Die können auch nicht mehr angreifen. Ich glaube, die müssen aber nach Hause zum Airport. So, das machen wir jetzt mit dem Panzer. Warum hat er jetzt nicht angegriffen? Das ist ein Schwimmpanzer, sag mal. Gott, das ist krass verstärkt, das Ding. Kann ich nicht angreifen? Achso, das ist meine Flak. Hm, ich Idiot. Ich kann von hier aus gar nichts angreifen. Warum fahre ich denn überhaupt dann dahin, ey? Das ist so bescheuert. Was ist das denn hier für ein Zeichen nochmal? Ah, ich kenne mich da leider nicht so gut aus mit diesen, mit den ganzen Icons hier. Also bitte verzeiht mir, wenn ihr jetzt hier sagt, ey Ralf, das kann man noch viel besser machen hier. Ich spiele es gerade zum ersten Mal. Wie man wahrscheinlich schon bemerkt hat. Den müsste ich, ja, der wurde halt einfach nur, der war nur Kanonenfutter. Was habe ich denn da gemacht, ey? Voll behindert. Und das hier ist, ah, Artillerie, endlich. Die muss da rüber, ey. Kann ich die Jungs hier durch den Fluss schicken? Ja, sehr gut. So, habe ich hier oben jetzt noch irgendwas stehen? Wie geht's mit Flugzeugen? Ist das ja eigentlich? Kann ich... Ach, guck mal. Ach, warte mal. Was kann ich denn hier alles machen, ey? Ich habe ganz... Es gibt ja auch noch... ich kann auch Sachen produzieren, so wie es aussieht. Oder Erweiterungen bauen, sehe ich das richtig? Airfield, Railroad Station. Was ist denn das? Ah, das sind nur meine Gebäude. Das sind die Gebäude, die ich habe wahrscheinlich. Aber was den, was diese Pfeile angeht und so, Leute, das habe ich auch noch nicht geschnallt. Da müsst ihr mir verzeihen. Habe ich jetzt auch nicht das große Interesse, mich darum zu kümmern und das alles nachzugucken, wie das geht. Meine Flugzeuge sind weg. Nice.
Haben wir eingenommen den Shit? Jetzt nur die Frage, was machen die Flugzeuge? Wo sind die jetzt alle hin? Ja, ich glaube, der Panzer ist gleich RIP. Oh, fuck, man. Das war nicht gut. Gut verschanzt, die Typen, ey. Alter, wie die mich treffen, ne? Und ich die gar nicht treffe. Den Panzer habe ich auch gerade schon wieder sacrificed, ey. Warum habe ich den denn da hingefahren, ey? So ein Bullshit, weil ich kann hier nicht angreifen. Ah, hier endlich. Ist er weg, die Flak? Ja? Aber sie ist geflohen, ist die, ne? Ah, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ey. Immerhin, Leute. Warum brennt eigentlich die Hütte hier? Warum habe ich das denn eigentlich nicht eingenommen? Warum habe ich das denn hier nicht eingenommen? Ne, die muss ich reparieren. Mal alles kaputt machen auf dem Weg dahin. Oh, da ist noch ein Panzer unterwegs, so wie es aussieht. Den lassen wir da mal stehen. Das hier, eine Artillerie. So, und jetzt nochmal zu den Flugzeugen, Leute. Wie komme ich an die ran hier? Muss ich die denn reparieren oder auftanken? Eigentlich muss ich gar nichts machen mit denen, ne? Grüner Sprit. Dass wir jetzt alle darüber fliegen, Leute. Ich weiß selber noch nicht, was wir da angreifen, aber es scheint sehr zäh zu sein. Wäre es ein Fragezeichen? Ja, ich kenne nicht, welche Einheit das ist, aber die müsste jetzt mal bald drauf gehen. Das kann wohl nicht wahr sein, ey. Das war echt nur eine fucking... So eine Mini-Einheit, Alter. Okay, der fehlt Sprit, so wie es aussieht, ne? Wo ist denn der Flieger überhaupt da? Komm mal nach Hause hier, Brudi. Also die muss ich auf jeden Fall auftanken. Das war der Grund, warum die nicht mehr weiterfliegen konnten. Gucken wir mal hier. Hier müssen wir halt echt aufpassen, aber sehen wir in der nächsten Runde. Ich glaube, die werden ihren Spaß haben mit meinen Flugzeugen hier. Flugzeuge sind ziemlich krass. Wenn sie so konzentriert auf einen Feind draufhaut. Ich
So, jetzt müsste ich theoretisch eigentlich nur noch reinmarschieren. So, die sind wir gelaufen. Hier ist alles ein bisschen kaputt. Aber haben wir eingenommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie geht es denn hier noch weiter. Also da oben die Stadt, das mit dem Befreien habe ich nicht hinbekommen, so wie es aussieht. So, das haben wir eingenommen. Ich meine, diese Totenköpfe, die da auf dem Hexfeld sind, bedeuten wohl so viel wie nicht hinfahren, weil ich angegriffen werden kann. Aber der Reif ist halt ein bisschen Kamikaze im Krieg unterwegs. Wie ihr sehen könnt. Die Flugzeuge müssen auf jeden Fall jetzt darüber. Aber mit denen habe ich ja schon diese Runde angegriffen, deswegen beenden wir mal die Runde, dass hier oben jetzt gekämpft wird. Oh shit, das sind auch noch neue Panzer, ey. War klar. Ich glaube, ich verliere jetzt gleich ein paar Einheiten hier oben, ey. Aber ich muss ja da irgendwie rüber. Ich hätte wahrscheinlich die nicht ohne Flugzeug angreifen sollen. Warte, der Panzer ist weg. Und jetzt seid schon wieder an Spritti. Deswegen will ich den mir nach Hause schicken. Haben die schon wieder alle Spritprobleme oder was? Der kann aber nicht wahr sein, oder? Was sehr positiv ist, dass ich keine Anti-Air hier habe. Also keine, die haben keine Artillerie, mit der die mich wegballern können, was echt angenehm ist. Shit, mit dem komme ich nicht weiter als sein? Scheiße. Fliegen wir mal darüber. So, jetzt sind wir endlich auch in der Stadt drin. Ja, meine Einheiten überleben das nicht mehr lange, Leute. Ich kriege so hart auf die Fresse. Und ich komme leider auch noch nicht in die Stadt rein. So, gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ist das mein Spähfahrzeug? Oder mit dem fahren wir nur bis zur Brücke? Wegen Hinterhalt und so. Ein Panzer haben wir spät, das war schon mal klar. Kann ich hier nicht auch Sachen reinforcen? Was ist das denn? Züge? Ach, guck mal, ich kann die auf Züge laden, so wie es aussieht. Seht ihr das? Was ist das denn hier für Zeug hier? Depot. Okay. Gibt noch viele Sachen, die ich noch nicht verstanden habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dem beim Tutorial nicht zugehört habe, Leute. Aber verzeiht mir bitte. Ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Und da probiert man halt erstmal ein bisschen aus, bevor man tatsächlich auch wirklich weiß, was man hier in dem Game so machen kann. Den Panzer schicken wir mal zurück zum Reparieren. So. Flieger. Nice.
Das haben wir dann wohl geschafft. Kann ich in dieser Runde noch nicht reparieren. Ah doch, konnte ich reparieren. Sehr gut. So, gehen wir mal hier rüber mit den Jungs. Ach shit, der hat auch noch 4 AP. Hätte ich mal nicht rüber schicken sollen. Ein Spähpanzer. Hallo, Zollstation. Würde gerne Drogen anmelden, die ich hier mitbringe. So, einmal hier rüber. Die Flugzeuge sind auf jeden Fall ziemlich krass. Ich hoffe, dass mir keiner gleich abschmiert und vom Himmel fällt. Anti-Aircraft da mal rüber. Was haben wir denn sonst noch hier stehen? Ihmchen hier. Tja, was mache ich denn mit dem? Stellen wir mal hier rein. Oh ja, ein paar Panzer erspäht. Dafür ist er gut. Dafür ist er wirklich gut, diese Einheit. Kann ich den schon angreifen? Ja, nice. Gut. Aufpassen mit meiner Artillerie hier. Artillerie ist ja schon Infanterie. Die lasse ich einfach mal stehen. Und sag End Turn. Was mir gut gefällt, ist, dass ich hiermit einfach den angreifen kann. Und der schön auf die Fresse kriegt die ganze Zeit. Das machen wir auch einfach mal weiter so hier unten. Da sehe ich jetzt keinen Grund, irgendwie einzugreifen. Hier oben haben wir nichts erspäht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter. Und nehmen unsere Flieger. Das mit diesem Spritzzeichen macht mich immer noch ein bisschen fertig, ey. Ich glaube, die muss ich wieder zurückschicken, Leute. Bevor die mir gleich abschmieren oder so im Himmel. Ah, wobei, der hat noch kein Spritzzeichen. Hat keinen Schaden bekommen. Das ist ein bisschen strange. So, der hier. Auch nach Hause. Ich, wie gesagt, bin mir... Ja, gut. Ich kann es noch dreimal sagen mit diesem... Ich glaube, es liegt daran, dass sie einfach keinen Sprit haben. Eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein. So, dann greifen wir mal hier drüben an. Ah ja, die wieder. Ich müsste die doch auch einfach überrollen können, oder? War da nicht vorhin was? Kann ich da hier einfach drauf fahren? Meine Anti-Air-Flak, die lasse ich da mal stehen. Die Jungs kommen hier mal rüber. Irgendwo eine andere Einheit stehen hier in der Nähe. Theoretisch könnte ich doch mit denen... Komme ich denn da rüber? Na gut, wir probieren es mal. Mit der habe ich schon angegriffen. Ich würde sagen, das war's. Ende der Runde. Plus 1 mal die 200er bekommen. Okay. Wir müssen jetzt mal endlich drauf gehen, oder? Hier die Einheiten. Nein, mein Panzer ist draufgegangen. Was? 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 Hau, Alter. Nicht dein fucking Ernst, Alter. Wie ist mein Panzer hier draufgegangen? Ah, hier rüber traue ich mich nicht. Das ist zu viel Action, ey. Apropos zu viel Action, Leute. Ich denke nicht, dass ich die Musik zu Ende spielen werde. Also würde jetzt hiermit sozusagen mal Schluss machen. Bedanke mich fürs Reinschauen. Das waren 50 Minuten mit diesem wunderbaren Strategiespiel. Wenn es euch gefällt, Link ist in der Videobeschreibung. Oder schaut einfach bei Steam, da gibt es es zu kaufen. Ist jetzt raus seit 2 Tagen, glaube ich. Und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Und
ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Danke auch an alle, die im Livestream mit dabei waren, die das Ganze jetzt als Live-Gameplay reingezogen haben. Schön, dass ihr mit am Start wart und dann sehen wir uns bald wieder mit der nächsten Folge Let's Try oder einem anderen Video auf meinem Kanal. Ich bin draußen, macht's gut, ciao, ciao, euer Ralf.